Wir sind Thermoplan! Wir zeigen dir jetzt, was ein Automatiker bei der Thermoplan macht. Der Beruf Automatiker trägt dazu bei, dass wir überhaupt neue Maschinen entwickeln können. Immer mal wieder machen wir einen Test, zum Beispiel einen Software-Test. Und falls eine ältere Maschine einen Fehler hat, können wir ihn beheben. Meine Haupttätigkeiten sind Vergraten und Läuten. Und die Messe tut man immer zwischendrin wieder einmal, weil das ist wichtig bei unserem Beruf als Automatiker. Du hast am Anfang noch recht viele Leute gehabt und wirst immer wieder mal Übungen machen. Ich war jetzt 3 Monate in der Werkstatt, um das Werkstattpraktikum zu machen. Dann habe ich noch 1 Monat in der Produktion gemacht und noch 1 Monat bei den Konstrukteuren. Ich habe eine Aufgabe von meinem Berufsbildner bekommen. Ich sollte eine Durchführung selber aufbauen, selber konstruieren. Und nach vielem Probieren habe ich es dann endlich geschafft und auf das bin ich noch recht stolz drauf. Und mein Berufsbildner ist immer für mich da, falls ich Fragen habe oder ich irgendwo Unterstützung brauche. Falls er nicht dumm ist, kann ich immer das Team fragen und die helfen mir gerne. Wir gehen meistens immer alle Lernenden in Pause und miteinander am Mittag. Und ich finde es eigentlich noch cool, weil da kann man sich immer wieder mal austauschen, falls etwas mega toll war oder falls etwas nicht gut läuft. Hast du auch Lust auf so eine vielseitige Ausbildung wie ich? Dann bewirb dich jetzt bei der Thermoplan.